Wie im Detail das untereinander aufgeteilt wird, das wird man dann noch sehen, das besprechen die Jungs dann noch. Das heißt mal Standards offensiv, Standards defensiv. Aber am Ende des Tages ist es eben unter der Leitung von Dino Toppmöller dann die Trainingseinheiten individuell zu begleiten und zu coachen. Danke dir auf jeden Fall. Oder brennt hier noch eine Frage unter den Nägeln? Nee, ich glaube auch, dass die Fans jetzt ziemlich gespannt drauf sind, was hier auf dem Platz passiert. Ich wollte gerade sagen, vielen lieben Dank, Timo, dir genau. Gutes Gelingen als Sportdirektor und auf eine erfolgreiche Saison. Vielen Dank. So, wir geben ab, würde ich sagen. Ja, wir geben jetzt an Alexander Schuh, unseren Experten, und natürlich auch an Marc Hindeler. Viel Spaß. Ja, damit schönen Vormittag hier beim ersten Training unserer Eintracht für die Saison 23-24. Alex Schuh, Experte, Erwin Skehler wird auch da sein, also unser gewohntes Expertenteam aus im Herzen von Europa ist mit dabei. Ja, Alex, und du hast sicherlich auch einen guten Draht zu Dino Toppmöller. Ihr kennt euch ja als ehemalige Spieler. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Also wunderschönes Wetter hier zum Trainingsauftakt. Was Gutes verheißt für die Saison hoffentlich. Ja, also das heißt guter Draht. Also wir haben sicherlich ein, zwei Mal Kontakt gehabt in der langen Zeit zwischen der aktiven Zeit, wo wir natürlich jeden Tag trainiert haben und dem jetzt neuen Job hier bei der Eintracht und eben gerade haben wir uns gerade gesehen, als er mit dem Fahrrad hierher gefahren ist und ich denke mal, wir werden dann zu gegebener Zeit auch mal mal zurückziehen, Essen machen, beziehungsweise essen gehen. Da ist der Erwin sicherlich auch mit dabei, um einfach nochmal alte Anekdoten aufzuwärmen. Ja klar, ich meine, wenn man mal zusammen in derselben Kabine gesessen ist, dann glaube ich, gibt es ein gutes Verständnis. Und man absolut. Darf, muss ich auch sagen, du hättest ja nie zum Helden gegen Reutlingen werden können, wenn er nicht in Oberhausen am Spieltag zuvor den Doppelpack gemacht hätte. Absolut, ja. Ich glaube, das war auch mit sein bestes Spiel. Da ist er sehr selbstbewusst aufgetreten und hat sich da in die Mannschaft gearbeitet und hat ja auch einen gewichtigen Namen. Toppmöller hat ja auch, der Klaus Klöppmöller hat ja auch hier eine erfolgreiche Zeit hinter sich. Von daher, wir haben den aber super aufgenommen, ohne dass er irgendwie belastet war durch den Namen. Und ich glaube, das hat er uns auch hoch angerechnet, immer noch. Also wir haben da, glaube ich, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. So, jetzt geht es also los. Saisonvorbereitung, du als ehemaliger Profi. Immer was Besonderes, das erste Training? Absolut. Ich glaube, der Spieler selber schaut immer, dass er ein gutes Gewissen hat, wenn er ins erste Training kommt. Also zumindest war es damals so, dass du halt eine Vorbereitung vor der Vorbereitung machst, dass du halt im Urlaub schon ein bisschen was tust für dich. Aktiv bleibst, läufst, vielleicht hier und da mal in den Kraftraum gehst, dass du nicht ganz unvorbereitet ins erste Training einsteigst. Mittlerweile hat sich das geändert. Hier gibt es Pulsuhren, die Jungs mit in den Urlaub nehmen, wo im Prinzip der ein oder andere Lauf schon gecheckt wird, dass der auch, oder zumindest mal ein Trainingsprogramm, was dann im Prinzip durchgeführt werden soll, was auch dann ausgelesen werden kann, also diese Uhren mit den Daten. Und da kann man schon sehen, was der eine oder andere Spieler vor dem ersten Training gemacht hat. Genau. Ich glaube, heute kannst du auch gar nicht mehr leisten, nichts zu machen oder wenig zu machen, weil die ganzen Leistungstests, die wir jetzt zwei Tage natürlich auch bei Eintracht TV euch gezeigt haben, da wird der Spieler schon auf Herz und Nieren geprüft. Wahrscheinlich noch mehr, als es damals war. Absolut. Also da ist ganz, ganz viel passiert im wissenschaftlichen Bereich. Und ja, es wird immer mehr dazu, dass es ein gläserner Profi wird, sogar in seinem Urlaub, dass man ihn im Prinzip mit Trainingsplänen in Urlaub verfolgt. Aber klar, es muss auch hier und da mal die eine oder andere Woche geben, wo man komplett abschaltet. Das sollte sich der Spieler zu Herzen nehmen, weil der Sport, der beinhaltet schon einen sehr, sehr großen mentalen Teil. Und da sollte man auch hier die Akkus mal aufladen können. Ja, du die härteste Vorbereitung sicher. Revolje Smolcic, der... Die längste vor allem. Genau, die längste, der hier wirklich... über den Sommer hinweg auch hier am Profi-Camp trainiert hat für sein Comeback nach seiner Meniskus-Operation. Ja. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du nicht von vornherein abgehängt bist, dass du am Anfang mit dabei sein kannst, weil sonst hängst du erstmal hinterher. Ja? Ja, du kommst aus einer Reha, wo du sehr viel individuell trainierst. Kommt man manchmal vielleicht sogar viel, viel fitter zurück, ja? Aus der Reha. Ja, meistens. Das Problem ist eigentlich, dass du im Prinzip das Mannschaftstraining nicht kompensieren kannst über die Rekonvaleszenzphase. Also du kannst nur individuell trainieren, ja, wie du schon gesagt hast, also genau das Bein wird halt noch extrem verstärkt muskulär, damit es einen Schutz um das Gelenk gibt. Aber im Prinzip kannst du ein Mannschaftstraining nicht auffangen und Zweikämpfe kannst du nicht simulieren und von daher solltest du sehr, sehr gut vorbereitet in die
in die ersten Trainingseinheiten gehen. Ich denke auch, dass er jetzt auch, gerade wenn ich jetzt hier die Masse an Spielern sehe, auch nochmal vielleicht geschont wird bei dem ersten anderen Training, dass man halt einfach sieht, wie akklimatisiert er sich auch in den ersten Passübungen, ersten Zweikampfübungen und bei kleinen Spielformen, dass er noch dabei ist, aber dann später vielleicht in einem richtigen Spiel, wo es ein bisschen härter zur Sache geht, dass man ihn da vielleicht rausnimmt. Wird nicht alles mitmachen, genau. So ist es. So, wir müssen natürlich auch selber uns noch den Überblick machen, wer ist da, wer ist noch nicht da. Wer noch nicht da ist, ist ganz klar, die Nationalspieler, die ja noch eine Woche drauf hatten. Das betrifft natürlich dann auch unsere Neuzugänge Omar Marouche und William Pacho. Die waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, muss man ja auch sagen. Unsere Neuzugänge durchweg Nationalspieler. Bautista beispielsweise, U20, Ecuador, der wird frühestens Freitag dazukommen. Ali Akman, ich weiß nicht, ob er auf dem Platz ist, aber Ali Akman wird auch ab sofort mit der U21 trainieren und ist dort eingeplant. Stichwort Regionalliga, da läuft ja die Vorbereitung auch schon. Und der eine oder andere Rückkehrer ist natürlich auch mit dabei, eben Stichwort Akman. Wir haben Ragnar Ache am Start, Jerome Ongené, Igor Matanovic, der noch gar nicht hier wirklich aufgetaucht ist. Vor 2 Jahren von St. Pauli verpflichtet, aber sofort wieder an St. Pauli zurückverliehen. Also ihn sehen wir auch zum ersten Mal am Platz. Ja, und dann werden wir uns mal so durchtasten, auch von unseren Jungprofis. Dario Gebur sehen wir beispielsweise. Und Jens-Petter Hauge, herzlich willkommen zurück. War ja ausgeliehen nach Gent. Da lief es nicht so wirklich für ihn. Aber wenn man ihn anschaut, viel athletischer ist er zurückgekommen. Hat wahnsinnig viel gearbeitet, weil er genau weiß, er hat jetzt die Chance, sich bei Eintracht wieder zu zeigen, wieder einzugliedern, nachdem es eben in der letzten Saison nicht wirklich gelaufen ist. Ja, ist, denke ich mal, schwierig für ihn. Er hat schon eine Zeit bei Eintracht Frankfurt gehabt, die nicht so erfolgreich war oder zumindest mal nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist ja nach dem Europa-League-Sieg, da war er mit dem Team. Genau, da war er mit dem Team, aber er war jetzt nicht der große Faktor im Team, das muss man ehrlich sagen. Und das spürt der Profi natürlich auch, wenn du so ein bisschen am Rande bist, hat sich das anderes vorgestellt, als er aus Italien gekommen ist. Und er muss einfach wieder dahin, dass er halt über die Trainingseinheiten überzeugen kann. Er muss sich das Selbstbewusstsein holen. Und hier kann viel passieren, weil ein neuer Trainer, der beurteilt auch die Spieler wieder neu, stellt die sozusagen die Profilings in ein anderes Regal und da kannst du schon überzeugen. Und was mir bei ihm so ein bisschen gefehlt hat, war einfach so das Überzeugende, das Zielgerichtete, auch so ein bisschen die Emotionen, die wichtig sind auch bei uns im Hinblick auf die Fans im Stadion. Da ist es ganz wichtig, dass du sehr emotional in die Spiele gehst und dass du da einen emotionalen Faktor auch rüberbringst in deinem Spiel. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt bei ihm, aber er hat sicherlich die Analysten und Berater um sich herum, die ihm das vielleicht auch so gesagt haben. Und es kann gut sein, dass er sich da auch neue Ziele gesetzt hat, um hier wieder in die Spur zurückzukommen. Ich meine, er ist 23 Jahre alt, er ist immer noch ein Versprechen für die Zukunft, aber er muss es halt jetzt auf den Platz bringen. Ja, aber das ist das beste Alter, wo man Spieler noch formen kann, ja. Aber da muss natürlich die Eigenerkenntnis da sein, dass man halt auch Fehler gemacht hat. Ja, ich glaube, wenn du so ein Jahr dann auch fast nur auf der Bank sitzt, obwohl du ausgeliehen bist, normal wird man ja ausgeliehen von einem Club und weil der einen braucht oder einen spielen lässt. Der Trainer hat es da ganz anders gesehen. Ich glaube, war ein Missverständnis oder so ein bisschen Dickköpfigkeit zwischen Sportvorstand und Trainer. Sportvorstand holt den Trainer, sagt, will ich nicht. Ja, dann hast du Kurzeinsätze, bist einmal in der Startelf, also im Grunde für dich selber ein verlorenes Jahr, aber vielleicht auch ein Jahr, was eben einen aufweckt und charakterlich voranbringt. Weil wenn dich da durchbeißt, dann schaffst du es. Ja, ich denke, tiefer kann es nicht gehen als Profi, hier mit Ambitionen gestartet ist, wollte sich hier in der ersten Liga durchsetzen, dann über die Ausleihe, dort auch wenig Spielzeit bekommen. Es ist sehr, sehr schwierig, aber sowas gehört dazu. Ich denke, Ausbildung fängt da an, wo im Prinzip die Schwierigkeiten beginnen. Und wo einfach Hürden sind, die man dann, wie du es schon richtig gesagt hast, wo man dann drüber geht und einfach härter wird. Und Profifußball ist ein harter Sport. Jeder möchte in die erste Mannschaft. Jeder möchte sich durchsetzen. Und dann hier in dem Kreis bist du unter den Besten in der Bundesliga. Und da kriegst du nichts geschenkt. Und deswegen musst du das, ist eine intrinsische Motivation immer das Beste, der beste Motor, als wenn einer dauernd dich motivieren muss. Und da halten wir noch fest, guter Typ, dem wir es alle gönnen würden, dass er sich durchsetzt. Absolut, du hast das Alter angesprochen, da steckt viel Entwicklungspotenzial, er hat das fußballerische Niveau,
Ich habe die Emotionen angesprochen und das ist ja keine Sache, die man jetzt übers Training macht. Das macht man eigentlich über eine gewissermaßen ja, eine Charakteränderung, ja, eine zusätzliche Motivation. Aber wir haben eben gerade schon angesprochen, schwierige Situationen können auch Spieler in die Richtung bewegen. Gut, dann schauen wir es uns an. Hier ist Dino Toppmöller, der sich alles beobachtet. Wie gesagt, 3 Co-Trainer. So viel hat man noch nicht bei der Eintracht. Hat er am Start. Also auch unser Neuzugang Stefan Buck, der ebenfalls in Dino Toppmöller vom FC Bayern kommt, ist ebenfalls mit dabei. Ja, das ist absolut wichtig, dass wir, dass der Trainer seinen eigenen Inner Circle mitbringt. Das lernen wir auch im Fußballlehrer-Lehrgang, dass du im Prinzip ein eigenes Team bildest im Team. Ja, wo du da den höchsten Vertrauensfaktoren hast, um im Prinzip hier ganz private Dinge oder Emotionen auch mal freilassen zu können und dir einfach Tipps und fachliche Kompetenz abholst. Und ja, der Inner Circle ist eigentlich fast das Wichtigste. Wenn der funktioniert und wenn die richtigen Schlüsse ziehen aus dem, was sie sehen, ja, dann ist das die halbe Miete. Und was wir so feststellen, ist auch eine neue Trainergeneration. Die letzten beiden Trainer waren so in den 50ern. Jetzt kommt einer, der 42 ist und auch ähnlich junge Kollegen hat. Also auch nochmal eine ganz andere Draufsicht wahrscheinlich auf den Fußball noch. Von Timo Hartunger und Markus Krösche absolut eine mutige Entscheidung. Ich glaube, jeder, der kritisiert, dass er zu jung ist, zu unerfahren, der ist auch derjenige gewesen, der das immer gefordert hat. Also das ist ja oftmals so, man weiß am Schluss dann besser. Ich finde, mit Tino Doppmöller haben wir auf jeden Fall ein super Talent geholt, ein Trainertalent, wo wir auch mal aufweisen können, dass wir über eine spannende Plattform Eintracht Frankfurt, die sehr, sehr vielen Spielern und auch Trainern schon sehr unterstützend geholfen hat in ihrer Karriere und sie auf ein anderes Level gehoben hat, dass wir das auch mit dem jungen Trainer schaffen. Und ich glaube einfach, wir sind mit die Fanbase, die am geduldigsten ist in der ganzen Bundesliga und trotzdem die meiste Power hat. So ist es. 1000 Zuschauer haben wir heute hier beim Training. Leider war nicht mehr möglich, denn Stadion ist ja komplett, ist ja so komplett im Konzertwahn in diesem Sommer. Ja. Freitag ist The Weekend und er wird heute schon aufgebaut und deshalb mussten wir den Zugang begrenzen. Aber zum Glück zeigt sich die Mannschaft ja schon wieder am Samstag im Testspiel. Und jetzt geht es mit der englischen Testspielwoche los. Eintracht in der Region und ja, dann werden wir schauen, dass wir möglichst viel transportieren können natürlich. Ja, absolut tolle Spiele, finde ich, in Hessen. Wir gehen direkt zur Fanbasis, sind anfassbar, sind nahbar. Wichtig für die Spieler auch, weil am Ende des Tages werden die Spieler auch von den Zuschauern getragen, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, da kann man sich viel Kredit holen bei den Fans. Ich freue mich ja schon total auf Saisoneröffnung gegen Nottingham Forest, dann mit der neu umgebauten Nordwestkurve. Das wird spannend. Ja, absolut. Jetzt höre ich euch. Okay, dann mach. So, jetzt haben wir viel über Dino Toppmöller gesprochen. Jetzt zeigen wir euch auch noch ein paar Daten zu ihm. Alter haben wir schon gesagt, 42 Jahre. Und es ist ja nicht so, dass er noch nichts gewonnen hat in seiner Karriere. Er ist ja 3-mal Meister, 2-mal Pokalsieger geworden mit Düdelingen, das ist Luxemburg, jetzt kann man sagen nur Luxemburg, aber egal in welcher Liga, musst du es hinkriegen, eine Mannschaft zu formen, die einen Titel holen kann. Ganz wichtig, haben wir auch schon angesprochen, Bundesliga-Aufstieg mit der Eintracht damals, 16 Spiele, 3 Tore und als Co-Trainer von Julian Nagelsmann, deutscher Meister mit dem FC Bayern. Er stand ja mal, als Nagelsmann Corona hatte, auch als Cheftrainer an der Linie, hat ein paar Spiele sozusagen in Alleinverantwortung gecoacht, also Bundesliga ist kein Neuland und ich glaube, wenn du in so einem Club wie bei den Bayern, wo ja jeden Tag irgendwas los ist, trainierst, dann weißt du schon, was die Bundesliga so zu bieten hat, also auch medial. Ja, klar. Also du stehst jetzt hier nicht an der Linie von Eintracht Frankfurt, wenn du da keine Sachen vorweisen kannst, keine Erfolge vorweisen kannst und dein Talent auch nicht in Daten und Fakten nachweisen kannst. Also ich glaube, da hat er schon bisschen was auf der Uhr und wir hoffen, dass bei der Eintracht noch ein bisschen was dazukommt. Und einen sehr guten Auftritt fand ich bei seiner ersten Pressekonferenz. Wir hören mal kurz rein. Ich glaube, dass ich jemand bin, der sehr kommunikativ ist, der sehr viel Wert drauf legt, dass wir als Gruppe harmonieren, dass wir als Gruppe funktionieren. Ich bin jemand, der
offensiven, mutigen Fußball spielen lassen möchte, der einen gewissen Wert auf eine gute Struktur im Ballbesitz legt, dass wir da grundsätzlich schon mal eine gute Idee im Offensivspiel haben, aber gleichzeitig auch da vorbereitet sind auf ein gutes Gegenpressing. Das wird sehr wichtig sein. Und ansonsten, glaube ich, bin ich ein umgänglicher Mensch, aber natürlich auch mit klaren Ideen, mit klaren Vorstellungen, was hier die Zukunft auch betrifft. Natürlich habe ich dann auch den Anspruch an mich selber, gerade am Spieltag, dass man dann auch mal emotional wird, weil ich glaube, das ist auch das, was den Verein irgendwo ein Stück weit ausmacht, diese gewissen Emotionen, die Emotionen, die das Publikum uns einfach gibt, dass wir die Emotionen mitnehmen, dass wir das auch auf dem Platz sehen wollen, dass wir mit einer hohen Intensität Fußball spielen wollen, mit einer Leidenschaft Fußball spielen wollen, mit einer großen Einsatzbereitschaft. Und ich glaube, dann ist uns die Unterstützung auch von den Zuschauern sicher. Ich habe die Choreo gesehen vor dem ersten Champions-League-Spiel. Ich weiß nicht, ob es einer von euch noch dran erinnern kann. Sporty. Da hat auf jeden Fall gestanden, nicht viel Gebabbel, Frankfurt makes trouble. Das soll natürlich im positiven Sinne sein. Wir wollen positive Troublemaker sein. Wir wollen den Gegner vor Probleme stellen. Wir wollen durch eine intensive Spielweise, durch eine leidenschaftliche Spielweise immer wieder auch unangenehm sein für den Gegner, aber auch unangenehm sein, indem wir einfach auch eine gute Struktur im Ballbesitz haben und den Gegner natürlich dann auch das ein oder andere Mal nicht unbedingt an den Ball kommen lassen. Das, glaube ich, könnte man ganz gut dann als Motto verwenden. Also, hat schon alles adaptiert. Wie gesagt, selber, als du hast seinen Vater angesprochen, als der hier Trainer war, war er als Fan auf der Tribüne. Also, da ist schon sehr viel Eintracht-Gen dabei bei Dino Toggmöller. Ja, das sind ja so, Assets, die er mitbringt. Er hat auf jeden Fall Frankfurt schon erlebt, sehr emotional erlebt nach dem Aufstieg. Er kann mit der Emotion auch was anfangen. Sein Vater hat schon eine Vergangenheit hier und er ist mehrsprachig. Das sind ganz wichtige Faktoren heutzutage in der multikulturellen Mannschaft, wo du die direkte Ansprache hast, nicht nochmal über den Translator. Und von daher bringt er schon einiges mit, was auch für Frankfurt passen könnte. Und es ist nicht von ungefähr, dass er natürlich jetzt auch ein Plakat von den Fans nutzt, ein Claim, weil ich glaube, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, Eintracht Frankfurt will genau das. Sie wollen auf jeden Fall nicht gemütlich sein, nicht bequem, nicht irgendwo mehr unsexy. Sie wollen halt immer auch in eine interessante Mannschaft bleiben, eine interessante Geschichte haben. Und da hat er schon die richtigen Schlüsse gezogen. Wenn man so sieht, was wir so an Spielern verpflichtet haben, da ist schon viel Qualität dabei. Wir wissen zwar nicht, wer noch gehen wird oder ob jemand gehen wird. Das ist alles offen, aber es wäre eine Überraschung, wenn keiner mehr gehen würde. So sind halt die Transferperioden, da wollen wir es auch nicht groß rumspekulieren. Ja. Wir kümmern uns um die da sind. Und muss man sagen, sieht für mich vielversprechend aus. Ja, kann man vielleicht gar nicht so richtig einschätzen, weil man den einen oder anderen Spieler vielleicht auch gar nicht so kennt, wie er spielt, wie er sich in den Spielen gibt. Aber Skiri ist ja hier jetzt, wenn man einen anspricht, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wird ein wichtiger Faktor, der in Köln schon überragende Spiele gemacht hat, absolut seine Handschrift dem Spiel geben kann. Und auch im Hinblick auf Rode, der ja auch immer verletzungsbedingt mal ausfällt, und wo uns dann immer auch so dieses Kämpfergehen gefehlt hat, sehr, sehr, sehr wichtiger Mann für uns. Genau, kleine Korrektur, letzter Verein war der erste FC Köln. Grundsätzlich, Bundesliga hat genauso viele Bundesligaspiele wie in der Ligue 1, da hat er für Montpellier gespielt, also sehr viel Profierfahrung, auch Nationalspieler, Tunesien, eigentlich der beste Sechser in der Bundesliga oder mit der beste Sechser in der Bundesliga gewesen in Köln. Ja, ich tue mich immer schwer mit so Superlativen. Er ist ein sehr, sehr guter Sechser der Bundesliga. Hier muss man immer auch mal sehen, wo ist er der beste, ein guter Sechser. Also das ein tiefer Sechser. Ja, er hat in Köln gespielt, wo du auch immer ein bisschen mehr Druck hast. Ja, du hast viel mehr Offensiv- oder Defensivaktionen. Du musst dich aus engen Situationen viel öfter befreien, als wie jetzt zum Beispiel Bayern München, wo du viel mehr Ballbesitz hast. Und ich glaube einfach, das hat er überragend gemacht. Und das ist eigentlich gerade seine Strategie im Spiel. Ja, das ist das große Gewinn für unsere Mannschaft, der im Prinzip mit einem Pass und das schnelle Hinterhergehen, die Torgefährlichkeit, das sind die Faktoren, die er im Prinzip mitbringt und die Wertigkeit für die Mannschaft. Interessant, also die Rückennummer von Daichi Kamada übernimmt, die 15. Das wird auf jeden Fall ein anderer Spieler werden. Definitiv. Ja. Wohin für einer, der laufstark ist, gute Technik hat, gegen uns Tore gemacht hat. Darüber haben wir
Ja. Den haben wir auch geholt, wenn er Tore machen kann, damit er sich nicht mehr gekürzt war. Naja, ist ja sehr torgefährlich als Sechser. Der schleicht sich da mal so in die Box rein. Ja? Genau, er rückt gut nach und das ist ein wichtiger Faktor, weil am Ende des Tages hast du ja immer bei den zweiten Ball Rebounds dann auch mal die Möglichkeit, zur zweiten, dritten Chance zu kommen und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Was ja auch nicht so unwichtig ist, in heutigen Zeiten ablösefrei gekommen. Genau, ja gut, ablösefrei, da wird das eine oder andere Handgeld schon geflossen sein, also das ist vielleicht offiziell kein Geld geflossen, aber ich meine, für den Spieler ist es natürlich top. Ja, da geht es nicht an einen anderen Verein, sondern direkt aufs eigene Konto. Kann auch nochmal motivierend sein. Also schon ist sein Urlaub auf jeden Fall schon bezahlt. Also wenn man es nicht falsch versteht, schon offizielles Geld, aber nicht an den abgebenden Verein. Ja, du kannst mich da gerne nochmal korrigieren. Ja, vielleicht ist er auch nur wegen Eintracht Frankfurt gekommen. Ja. Also ich will da nicht nichts Böses jetzt rein interpretieren. Das ist gang und gäbe. Und, es ist ja immer Robin Koch, also den wir hier gerade eben gesehen haben. Andere haben sich darum gekümmert, hat sich für Eintracht Frankfurt entschieden, hat er gestern auch gesagt, war eine Bauchentscheidung. Also wenn es so war, dass Leverkusen dran war oder auch andere Clubs aus der Premier League, dann ist das schon ein großes Ausrufezeichen. Hat letztes Jahr bei Leeds United gespielt, ist leider abgestiegen aus der Premier League. So, 8 Länderspiele für Deutschland, ganz klar. Europameisterschaft im eigenen Land, Innenverteidiger, hinten bei uns hakt bei der Nationalmannschaft, kann auch auf der 6 spielen, definitiv. Will er sich da in Erinnerung bringen, ist für uns natürlich auch ein wichtiger Baustein, auch mit seiner Größe. Wir hatten ja letztes Jahr bei Defensivstandards schon nicht so eine gute Bilanz, 19 Gegentore in der Bundesliga und hatte unter anderem auch mit Körpergröße zu tun. Ja, Premier League, da lernst du robusten, schnellen Fußball. Also ich glaube, das kann ganz gut passen. Ist so ein Mosaikstein, den wir brauchen können. Ist ja auch als Führungsspieler eingeplant. Ja, ich denke, ein sehr, sehr wichtiger Transfer auch, ähnlich wie Skiri, der fest auch in der Stammelf eingeplant ist. Und ja, ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass die Eintracht eine sehr, sehr gute Plattform ist für Spieler oder Trainer, die dann im nächsten Step dann auf ein höheres Level gehen. Das ist bei Robin Koch ähnlich. Ich glaube schon, dass wir von ihm viel erwarten können und dass er eine sehr, sehr gute Entwicklung macht. Ein sehr sauberer Spieler, der ein gutes Stellungsspiel hat. Eine sehr, sehr gute Spieleröffnung, eleganter Spieler und ja, deswegen, man erwartet viel von ihm, aber man darf ihn jetzt auch nicht erdrücken mit den Erwartungen und den Ambitionen. Er soll sich hier wohlfühlen, er soll hier Spaß am Fußball haben und soll ein wichtiger Faktor in der Mannschaft werden. Ähnlich wie Bitterode haben wir hier mit Hasebe einen, der sicherlich als Backup gedacht ist für die Saison und das ist auch gut so, in dem Alter sollte es so sein, nicht so wie in der Rückrunde der letzten Saison, dass er halt permanent spielen muss, auch englische Wochen, dafür ist er eigentlich, wie gesagt, da sollte er ein guter Backup sein und vielleicht 1, 2, 3 Spiele machen und da die Mannschaft unterstützen und da brauchen wir aber einen Stammspieler sozusagen, der die ganze Saison eingeplant werden kann. Ja, und hat sich auch gut verkauft, gestern erste Pressekonferenz. Also ich hatte ja schon in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl und ja, jetzt hier zu sein, die ersten 2 Tage auch ja, die Jungs kennenzulernen, ja, hier alle kennenzulernen. Und ich muss sagen, ja, alle haben mich super willkommen geheißen und ja, ich habe ja nach wie vor ein super Gefühl. Die Stadt kenne ich ja schon ein bisschen, bin ja nicht von so weit weg quasi. Und ja, denke auch da werde ich mich sehr schnell und sehr gut einleben. Ich habe in der Dreierkette zentral gespielt, rechts, links oder in der Viererkette. Auch auf der 6 schon einige Spiele gemacht, von daher, ja, also ich würde immer noch sagen, dass ich mich schon auf der Innenverteidigerposition zu Hause fühle. Da, ob das jetzt halb links in der Mitte oder halb rechts ist, sage ich immer, ist mir eigentlich ja, relativ egal, wo es für die Mannschaft am besten passt. Natürlich auch auf der 6, wenn ich da gebraucht werde. Ja, habe ich auch schon genug Spiele gemacht, um da einzuspringen. Und ja, von daher bin ich da nach wie vor relativ flexibel. Ja, ich freue mich, glaube ich, am meisten zum ersten Mal ins Stadion einzulaufen und die Atmosphäre dann ja, als Heimmannschaft, als Spieler von der Eintracht mitzubekommen. Jo, hast du eigentlich gegen seinen Vater noch gespielt? Gegen Harry Koch. Harry Koch, ja.
Tatsächlich, das waren schon sehr harte. Der sah so ein bisschen feingliedrig aus, aber ja, das war schon ganz schön der Bulle, vor allen Dingen ein Riesenkämpfer, der mit seiner Lockenpracht natürlich nochmal ja, sehr auffällig war. Aber ich glaube, der war auch damals bei Kaiserslautern durch seine Statur, seine Art zu spielen, ein sehr großer Fanliebling. Und Riesencharakter gehabt, muss man sagen, gerade auf dem Spielfeld, ja, schwierig zu bespielen, kopfballstark, und der Sohn hat einiges mitgenommen. Ja, ich hoffe da einfach, dass er jetzt in der Phase Eintracht Frankfurt einfach nochmal seinen Charakter in die Richtung ausbildet, Führungsspieler ja, nach vorne gehen in schwierigen Situationen. Das kannst du bei uns sehr, sehr gut lernen. Ich habe eben gerade die Geduld der Fans angesprochen. Hier kannst du dir hier und da mal einen Fehler natürlich erlauben. Das ist kein Thema. Und wenn man sieht, dass da Engagement dabei ist, viel Herzblut, dann kannst du hier auf jeden Fall die Herzen gewinnen. Er hatte gerade das Stadion angesprochen. Das wird für alle oder ist für alle neuen Spieler immer sehr überraschend, dass es wirklich so laut ist. Oder ich sag mal, die Vorschusslorbeeren, die wir bekommen von Spielern, die bei uns waren, die können wir wahrscheinlich immer bestätigen, weil die erste Aussage, die du hast von den Spielern, ist Wahnsinn, was hier für eine Stimmung ist. Wie das im Stadion nochmal zündelt, wenn du hier spielst und ja, die Stimmung aufnimmst. Vor allem, wenn du rasanten Fußball spielst. Also hören wir auch hier, Dino Toppmüller ist schon am Herausfordern. Und wenn wir die Trainingsform auch sehen, auf engem Raum gibt es Druck. Genau, das ist so Gegenpressing-Spiel, wo du dann halt versuchst, sofort den Ball zurückzugewinnen. Ja, das wird wahrscheinlich die Leipziger Schule sein. Ist aber auch schon eine gängige Trainingsmethode, dass man, wie gesagt, nach Ballverlust sofort versucht, in die Ballrückeroberung zu kommen. Und ja, ich denke, das nimmt auf jeden Fall mit. Er hat ja vorhin schon gesagt, dass man lieber häufiger im Ballbesitz ist, als den Gegner den Ball gönnen will. Von daher passt die Spielform schon relativ gut zusammen zu seiner Philosophie. Ja, ist schon auch interessant, wie er sich verhält auf dem Platz. Also, da ist er mittendrin. Beobachtet nicht nur das, was lässt die Co-Trainer machen, die natürlich auch in anderen Gruppen mit dabei sind. So, Erwin Bradasch und Nelson Morgado, Stefan Buck, damit wir sie alle dreimal genannt haben. Mhm. Ja, man muss im Training immer gucken, dass man, ja, dass man sich selber nicht verbrennt. Also du darfst jetzt nicht in jeder Trainingsform sozusagen da Vollgas geben und Leidenschaft reinbringen. Das muss natürlich auch viel von den Spielern selber kommen. Auch über die Co-Trainer, die einfach auch mal Trainingsteile. Hier haben wir ja zum Beispiel zwei Gruppen, wo auf der einen Seite der Trainer ist. Sie werden wahrscheinlich gleich tauschen, dass der Trainer beide mal gecoacht hat. Aber das muss man dezent einsetzen. Und ich glaube auch, Dino wird sich erst einmal anpassen wollen, wird auch erstmal sehr engagiert reingehen, wird dann aber auch im Laufe der Saison das dezenter machen, weil wie gesagt, du darfst das nicht überborden. Da gibt es ganz, ganz wichtige Situationen, wo du leidenschaftlich rüberkommen musst, wo du auch emotionale Ansprachen halten musst und auch Trainingseinheiten. Und das machst du gut setzen. Ja. Ich glaube, ganz wichtig für die Spieler, dass vor allem oft der Ball dabei ist. Ich meine, es wird auch andere Trainingseinheiten geben. Wird sicherlich mehr gelaufen, aber das mit Ball ist natürlich dann schon optimal. Auch das ist eine Philosophiefrage. Ja. Wir haben Trainer gehabt, die standen auch auf wirklich exakte Zeiten. Das kannst du damals hast du es nur über auch die Laufbahn machen können. Oder irgendwie Laufwege im Wald, die du vorher schon ausgemessen hast. Da wusstest du genau, welche Zeiten, welcher Spieler wann, wo, wie laufen muss. Hier ist es so, die Jungs haben ja alle Transponder hinten drin. Also kannst hier mittlerweile auch die Laufstrecken sehen. Wie viel ist ein Spieler gelaufen? Wie viele intensive Läufe hat er gemacht? Also du kannst hier schon relativ gut tracken, was ein Spieler in den Trainingseinheiten gemacht hat. Also von daher ist das ein wichtiger, ja, technischer Faktor, der jetzt dazugekommen ist, dass du halt im Prinzip diese wissenschaftlichen Dinge auch in der Spielform sehen kannst. Wobei ich immer ein Fan bin, dass man das ein oder andere Mal auch mit dem Auge macht, also sprich jetzt Trainerteam, mit dem Auge, dass man auch mal ein Bauchgefühl entwickelt, dass man sich nicht immer auf die wissenschaftlichen Daten verlässt. Bei dem Spiel ist es oft so, dass du da das Wissenschaftliche dir nicht mehr so hilft. Da ist es wirklich ein Bauchgefühl, welcher Spieler wie reagiert oder wie funktioniert auch in verschiedenen Spielphasen.
und dass man dann auch richtig handelt und die richtigen Schlüsse zieht. Paxton Aaronson wird ein Bruderduell geben in der Bundesliga. Sein Bruder Brandon ist zu Union Berlin gewechselt. Finde auch ganz interessant, was Union Berlin gerade für die Mannschaft zusammenstellt. Aber brauchen sie auch für die Champions League. Aber Paxton Aaronson schneller angekommen, als man gedacht hat. Ja. Vielversprechende Auftritte gegen Ende der Saison. Ja, absoluter Gewinn in der Rückrunde. Ich glaube auch, dass es schneller ging, als er selber erwartet hat. Über die U21 auch, über gute Leistung in der U21, sehr engagierte Leistung. Das konnte er auch in den Profispielen, in den Profi-Einsätzen, konnte er das bestätigen. Was bei ihm spannend war, als die Mannschaft so ein bisschen, ja, Schwierigkeiten hatte im Spiel, die Power ein bisschen gefehlt hat, da hat er wirklich nochmal sehr viel Aggressivität ins Spiel gebracht. Frisch und Unbekümmertheit. Ja, frisch, Unbekümmertheit, gewisse positive Naivität, würde ich jetzt auch mal sagen, in den einzelnen Aktionen. Aber man hat das deutlich gesehen, der hat eine absolute Energie, die er auch komplett auch in die 15, 20 Minuten reingelegt hat. Und er hat wirklich auch nochmal einen Impuls gebracht in den Spielen. Und da dankt dir das Publikum natürlich, die Auftritte und auch der Trainer, der immer wieder gesehen hat, okay, mit ihm bringen wir nochmal neuen Schwung ins Team. Und das hat er super gemacht. Also mehr kannst du auch über die Einsätze nicht machen. Wenn er natürlich das eine oder andere Tor noch gemacht hätte, dann wäre das überragend gewesen. Aber aus meiner Sicht, super, als Einwechselspieler, als junger Spieler, genauso musst du auftreten. Genau, 7 Spiele hat er gemacht, Debüt gegeben gegen Union Berlin und auch 1 vorbereitet. So, Mario Götze, sprechen wir mal über die Etablierten. Ne? Mario Götze ist da sicherlich definitiv Führungsspieler für die kommende Saison, vielleicht in der zentraleren Position. Wir wissen nicht, welches System Dino Topmüller spielen wird. Das wird sicherlich auch spannend. Und wenn wir nicht nur bei Mario Götze sind, Makoto Hasebe, Sebastian Rode, Timmy Chandler, die alten Haudegen sind weiter da. Hasebe und Rode in ihrer letzten Saison, also Seppel hat es gesagt, bei Makoto muss man immer vorsichtig sein, was im Januar, da warten wir bis Februar, März. Ja. Wahrscheinlich auch die 16. Saisonvorbereitung für, ja, ich habe letztens gelesen, ja, im Internet, gibt es einen Spieler mit 56 in der brasilianischen zweiten Liga. Nur weil er das jetzt angesprochen hat. Ja. Ich würde bei Makoto Hasebe auch nicht sagen, selbst wenn er aufhört, dass wir ihn mal zurückholen in einer Notsituation, die hoffentlich nie kommen wird. Aber er ist zumindest mal körperlich, kann man ihn nicht zu den Routiniers zählen, weil der Körper ist jünger als sein Alter. Ja, also, aber nochmal zu Götze zurückzukommen. Wir haben drüben am Sommerweg gesessen und haben uns das Auftakttraining letztes Jahr angeschaut. Da habe ich auch schon gesagt, das ist einer meiner Lieblingsspieler aufgrund der Technik und der Strategie und seines Charakters. Und er hat das absolut bestätigt in der Saison. Ich bin sehr, sehr froh, und dass ich damit richtig lag, dass das Umfeld in Frankfurt, auch die kleine Stadt mit dem familiären Charakter, und mit dem Multikulturellen, dass das sehr, sehr gut passt zu ihm. Und das hat sich eigentlich bestätigt, gerade wenn er mit Spielern wie Lindström und Kolomani, die Geschwindigkeit, die Tiefe haben in ihrem Spiel, harmoniert. Auch Kamada, der technisch genauso viel mitbringt, war das einfach toll anzusehen, wie er sich da etabliert hat, wie er auch die Führungsspielerrolle angenommen hat. Und er ist eigentlich nicht wegzudenken in der Mannschaft. Und ich finde, dass so ein Weltklasse-Spieler sich hier so einbringt, ist aller Ehren wert und zeigt auch, was er für einen tollen Charakter hat. Soll inzwischen jetzt auch im Pizzageschäft tätig sein, habe ich heute gelesen. Also abseits des Platzes investiert er in Startups. Also
Ja, Kevin Trapp zum Beispiel und er, das sind ja Geschäftsleute. Auch, ja, das sind auch Unternehmer, die sich auch über den Tellerrand Profifußball auch mal interessieren für andere Themen. Also Mario Götze war zum Beispiel bei Block im Park, eine Digitalveranstaltung von uns, hat sich da über Themen informiert. Ich finde sowas super. Also ich glaube auch, dass das damals so ein bisschen gefehlt hat, auch mir gefehlt hat, einfach mehr zu machen draußen. Da war das noch nicht so gang und gäbe. Aber die Profis verdienen ja heute sehr, sehr viel Geld. Und bevor das jetzt auf dem Konto liegt und sich nicht bewegt, ist es wirklich spannend zu sehen, dass man hier das Geld in Bewegung setzt mit spannenden Themen. Ja? Also Startups in Startups zu investieren, ist ein spannendes Thema, weil du einfach auch mit Branchen, mit Prozessen in Berührung kommst, die du so nicht kennst. Und das ist auch mutig, ja. Und man muss auch an die Zeit nach der Karriere denken. Und das machen die schon sehr, sehr gut. Und ich glaube einfach, dass sie sich ein zweites Standbein aufbauen, was auch im Leben wichtig ist und was dich auch zufriedener macht. Gerade eben haben wir noch gesehen, Dino Topmöller hat ein Gespräch mit Ralf Kunisch, der Übergangstrainer, Markus Murrer, Athletiktrainer. Also es sind vom alten Stab natürlich noch viele da, was gut ist, was auch wichtig ist. Muss auch so sein. Alles komplett austauschen. Und vor allem ist ja da auch Know-how und Qualität. Aber klar, bei den Co-Trainern ist es immer so, dass im modernen Fußball, dass man seinen Vertrauten eben mitnimmt, weil man eben weiß, wie die ticken und die wissen, wie du tickst. Und ja, du musst... Ich habe ja eben in der Circle angesprochen. Ich glaube einfach, dass es auch mal Phasen gibt, da hast du echt keine Ahnung, was da gerade passiert. Wir hatten den Arsene Wenger, hatten wir im Fußballlehrer-Lehrgang und der hatte uns, der hat mal so einen Monolog gehalten über seine Zeit und dann hat er irgendwann mal gesagt, Jungs, und wenn ihr denkt, ihr wisst immer ganz genau, was passiert, dann kann ich euch jetzt schon sagen, selbst ich, der so viele Spiele auf dem Buckel hat, sitze manchmal da und gucke mir die ersten 30 Minuten meines Teams an und wenn die 2-0 zurücklegen, denke ich, was passiert hier gerade? Und da habe ich keine Ahnung, wie ich das jetzt wieder anders gestalten kann. Und wenn man einfach mal keine Idee hat, dann ist es wichtig, dass man mit den Vertrauten spricht. Weil das darfst du natürlich nie nach außen bringen. Ja, dass du in dem Maße jetzt mal nicht weißt, was passiert. Oder keinen Plan B hast. Aber der muss sich dann entwickeln. Und das geht nur in einem super Team, wo nichts nach außen dringt. Kannst auch mal eine Tränchen vergießen, wenn du mal verloren hast. Und das ist alles in Ordnung in dem Bereich und in dem Umfeld. Und dann hast du den, wie du es schon angesprochen hast, dann hast du natürlich auch Leute drumherum, die dir den Übergang zu der Jugend sichern, wo du auch Vertrauen haben musst, weil die bringen dir dann die Analysen, welcher Jugendspieler könnte es eventuell zu den Profis schaffen, wen könnte man mal einbauen. Ich glaube, das ist schon ein Faktor, den Markus Krösche mit einberechnet hat, dass Dino Töpmöller nicht nur auf die Etablierten schaut, nicht nur aufs Ergebnis, was natürlich das Allerwichtigste ist im Fußball, im Sport generell, im Leistungssport. Aber auch hier ist ein Faktor sicher in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen. Das heißt, junge Spieler zu entwickeln aus dem Jugendbereich hoch zu den Profis, das muss in Zukunft einfach besser funktionieren. Und da haben wir ja die U21 letztes Jahr eingeführt, die erfolgreich jetzt in die Regionalliga aufgestiegen ist. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr gutes Plateau für die Spieler, um in die erste Mannschaft zu kommen. Weil Regionalliga ist ein Top-Niveau und wer sich da durchsetzen kann, der kann sicherlich auch über, ähnlich wie Aronson, über ein paar Spieleinsätze dann sich etablieren im Profibereich. Und dann haben wir einen, der die Eintracht kennt, der eine Identifikation mit der Eintracht verbindet, eine Geschichte mit der Eintracht hat. Und die Fans werden uns danken, wenn wir das schaffen. Und von daher bin ich große Hoffnung, dass der Dino da auch immer ein Auge auf die Jugend und auf Talente wirft. Gutes Beispiel, U21-Spieler Elias Baum ist heute beispielsweise auch im Training dabei. Ein junger Mann, Verpflichtung, auf den kommen wir später noch, den zeigen wir später noch intensiver, Hugo Larsson, auch 19 Jahre, der Schwede aus Malmö, auch ein vielversprechender Mann. Ich bin auch gespannt, wie er sich zeigt, was er sich kann. Defensives Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld. Bin gespannt, wo er sich dann einordnen wird. Und das sind so Jungs, denen muss er auch wirklich erstmal Zeit geben. Genau, also die bekommen sie ja auch. Ich habe ja eben die Geduld der Fans schon angesprochen, gerade bei jungen Spielern, das ist überhaupt kein Thema. Und ich glaube auch generell, ob das jetzt junge Fans sind oder ältere Fans, man hat einfach Spaß,
Man hat einfach Spaß daran, einen Spieler sich entwickeln zu sehen. Und ich glaube, wir sind, wie gesagt, eine tolle Plattform. Wir haben ein gutes Umfeld, wir sind eine tolle Stadt. Wir haben tolle Fans, die das gewährleisten können. Und das ist für junge Spieler immer wichtig, dass du hier auch ein gewisses Vertrauen spürst. Hier haben wir übrigens Elias Baum. Richtig. Ich würde ihn mal vorgestellt haben. Genau, wir haben ihn ja, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen bei der U21. Super Spiele gemacht, sehr geradliniger Spieler auf der linken Seite, der da wirklich viel Betrieb machen kann, der sich für nichts zu schade ist und der sicherlich auch vielleicht ein Geheimtipp ist für nächste Saison. Ja, linke Seite ist ja spannend bei uns. Ist spannend und wie gesagt, warum soll man einem jungen Spieler nicht die Chance geben? Hier ist schon die ein oder andere junge Notlösung zu einem Stammspieler gereift. Und warum soll das dieses Jahr nicht passieren oder für nächste Saison? Oder diese Saison, muss man jetzt sagen. Also da hätte ich mega Lust drauf und ich glaube, ich spreche dafür ganz, ganz viele Fans im Umfeld. Ja, ich glaube, das ist ja schon eine große Sehnsucht. Der Letzte, der es geschafft hat, ist Eamon Barcock. Ist schon ein bisschen und länger her. Der ist inzwischen her. Auch schon Mitte 20. Also von daher. Ja, das ist das, was ich angesprochen habe. Es ist immer schwierig, beides zusammenzubringen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Du hast natürlich immer die Möglichkeit, auf den weltweiten Markt zuzugreifen und einen etablierten Spieler mit 25 zu holen, der dir natürlich viel besser sofort funktioniert als ein junger Spieler. Da musst du auch immer mit den Fehlern rechnen. Und eine Entwicklungsphase, du hast die Zeit angesprochen, die ein Spieler braucht, wenn er jung ist, die er auch kriegt, aber du willst natürlich auch Ergebnisse erzielen, weil wenn du 3-4 Mal hintereinander verlierst, dann rückt auch die Entwicklung von jungen Spielern relativ schnell in den Hintergrund. Also das muss man auch wissen und muss man auch erkennen. Deswegen ist es immer wichtig, eine gute Mischung hinzubekommen und deswegen ist auch das Training wichtig. Im Training kann man sehen, ob ein Spieler das Leistungsvermögen hat. Und dann geht es natürlich in die Spiele und dann kommt das Mentale dazu. Gebro hat zum Beispiel in Dortmund mal gespielt, da hat man gesehen, wie nervös er ist. Aber ich finde, er hat einen guten Auftritt hingelegt. Auch er ist ein Spieler, der sicherlich jetzt in seine eigentlich zweite Saison kommt und vielleicht mehr Spielzeit bekommt. So, gerade hatte ich das Gefühl, dass der Flieger hier auf der KKB landet. Marc, du lebst jetzt auch schon ein bisschen länger hier. Ja, also, das ist immer wieder, immer wieder ein Erlebnis. Weil die Fragen kommen. Wo Leute wie Rondal Kolomoyani sind, die Nationalspieler, die noch praktisch nach Saisonende mit ihren Nationalmannschaften in der Nations League oder in der Euro-Qualifikation dabei waren, die haben noch eine Woche frei. Ja. Kevin Trapp, William Pacho, gut, der hat nicht in Europa, aber der war mit Ecuador unterwegs. Omar Marmoush, Chibiso, Rondal Kolomoyani, Farid Alidou, der war mit der U21, leider auch nicht so erfolgreich unterwegs. Dann haben wir noch Rafa Boré, der, finde ich, ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat mit Kolumbien gegen Deutschland. Ja. Lucas Alario, operiert. Hoffen wir, dass er möglichst schnell wieder fit wird. Jesper Lindström ebenfalls. Dann haben wir noch die leider auch verletzten Ansgar Knauf und Mehdi Lune. Ansgar Knauf, Schlüsselbeinbruch, der hatte sich auch so viel vorgenommen. Ja. Und bei Mehdi Lune ist es eigentlich immer eine fürchterliche Diagnose, wenn du als so junger Spieler, glaube ich, im ersten oder zweiten Training das Kreuzband reißt. Ja, also, ja. Ja, das ist nicht schön, aber gehört zum Fußballleben dazu. Leider, muss man sagen. So in so frühen Jahren hatte ich leider auch einen Kreuzbandriss mit 18. Aber mich hat es ganz ehrlich mental gestärkt, weil das ist der Widerstand, den ich angesprochen habe. Wenn du mit jungen Jahren so eine schlimme Verletzung hast, dann gehst du durch eine Reha. Da lernst du unglaublich viel über dich kennen, über deinen Körper, über die Art und Weise, wie du wieder zurückkommst. Da musst du wirklich, bist du Alleinkämpfer und Einzelkämpfer. Und da musst du dich wirklich sehr diszipliniert verhalten und dich wirklich immer selber motivieren. Charakterlich wirst du auf jeden Fall nach vorne kommen. Und dann musst du hoffen, dass du nicht gleich wieder eine Verletzung hast. Weil das kann natürlich eine Kette auslösen, der Körper bildet sich neu. Vorhin hattest du angesprochen, dass du stärker zurückkommst. Meistens auch mit dem, dass du das Bein stärker, mehr gestärkt hast als das andere gesunde Bein. Und da ändert sich natürlich was im Körper. Deswegen wünschen wir ihm alles Gute. Auch Ansgar Knauf, was auch unglücklich ist, aber gerade hat er verlängert, da hat er natürlich auch gewisse Ziele hier und ich hoffe, dass das bei ihm relativ schnell wieder funktioniert und dass er bald wieder im Training ist. Und jedem, der sich schwer verletzt, kann man einfach nur sagen, mach's dann wie Sepp. Nimm dir ein Beispiel an Seppelrode, das beste Beispiel dafür, wie spiel man einfach weiter, egal ob du verletzt bist oder nicht. Wie man nach Verletzung zurückkommen kann und wie gut man zurückkommen kann.
So, jetzt haben wir ungefähr Halbzeit in diesem Training. Genau, bei Seville müssen wir auch aufpassen, dass der noch bei der Tralli-Mannschaft spielen kann. Also da müssen wir auf jeden Fall ein Augenmerk drauf werfen, dass der noch fit bleibt nach der Karriere. So, Alex, jetzt haben wir erstmal Feierabend. Gleich übernehmen Lars Weingärtner und Erwin Skeler. Und zwischendurch wollen wir natürlich schauen, was die Fans sagen. Die Hoffnung, die Freude auf die Saison ist sicherlich ungebrochen. Alina, bitte. Ich danke dir. Danke, Marc. Ich habe Wilson bei mir. Er ist für den einen oder anderen Fan vielleicht kein Unbekannter. Vor allem kennt man dich aufgrund deines sehr auffälligen Huts. Wilson, du bist des Öfteren bei den Trainingseinheiten dabei. Ja, zwei, manchmal dreimal. Man sagt, dass ich öfters hier bin wie Peter Fischer. Ja? Also das sagt schon alles. Ja? Was ist denn jetzt dein erster Eindruck bislang von dieser Trainingseinheit? Ja gut, das werde ich ja sehen. Wir haben jetzt zwei, drei neue Zugänge, ja, die sehr gut hier reinpassen. Und ich hoffe, dass das Beste wird. Wobei, mir tut das im Herzen weh, dass der Oli Glasner weg ist, weil das war eine mit Herz und Seele für den Verein. Aber Dino wird es ja auch sehr wahrscheinlich richten, weil Spiele kommen, Spiele gehen, Trainer kommen, Trainer gehen. Ja, wir müssen damit leben. Das ist Daily Business im Fußballbereich. Wilson, worauf freust du dich denn jetzt in der Saison oder die kommende Saison am meisten drauf? Ja gut, ich freue mich mal, dass wir endlich mal Chance haben, endlich mal deutsche Meister zu werden. Ja, da werde ich mich riesig freuen. Ja, aber das andere nehme ich, wie es kommt. Ja, und es ist kein Europa, aber Conference League ist auch noch. Kann sein, dass wir da auch weit kommen. Mal sehen, wenn wir jetzt als Gegner zugelost bekommen. Und was mich sehr freut, dass wir gegen Lok spielen können. Gut, kleines Stadion. Es wäre sehr schwer, an die Karte zu kommen. Aber man wird versuchen. Und ich hoffe, dass der Hut auch mal bei der Lok im Stadion sein wird. Also auch DFB-Pokalfinale, haben wir eingangs schon bei Eintracht TV erwähnt, steht bald an. Wir sehen uns spätestens auf dem Trainingsplatz wieder oder dann im Stadion. Für dich erstmal alles Gute und so viel von unserer ersten Fanstimme hier vom Training. So, wir übernehmen jetzt, wie Marc Hinnelang schon angekündigt hat, Lars Weingärtner und Erwin. Erwin, erstmal einen wunderschönen guten Tag an dich. Geht's dir gut? Hallo Lars, ja, sehr, sehr gut. Natürlich geht's mir gut. Super Wetter, erstes Training heute für unsere Eintracht. Von daher. Top. Das hätten wir noch gerne. Was sind deine ersten Impressionen hier vom Auftakttraining von Dino Topmöller? Er lässt etwas ruhiger erstmal angehen, oder? Ja, ich sehe schon jetzt gerade, dass die Mannschaft von Anfang an auch sehr, sehr motiviert ist. Natürlich auch neue Leute hier. Auch erstmal muss er auch kennenlernen, alles, die ganze Mannschaft, die ganze Jungs. Er lässt auch seine zwei Co-Trainer auch die Übung erstmal leiten. Und dann er geht von einer Übung zum anderen und coacht auch sag mal, Sachen, was er auch dann da sieht. Und man hat auch gesehen bei dem Passspiel auch sofort, dass der auch ja, diese Steig-Klatsch-Geschichten, dass er auch immer wieder gesagt hat, dass immer die Leute, wenn man klatschen lassen kann, wenn jetzt inhaltlich gehen muss, dass er immer einer hinter dem Ball bleibt, dass man immer wieder eine als Anspielstation, und da legt er sehr viel Wert, was ich so ein bisschen gesehen habe, und natürlich auch diese diagonale Spiel, was man beim Passspiel gesehen hat. Jetzt haben wir zwei Spielformen gesehen, zwei Ballhalteformen, einer der 4 gegen 4 plus 2, dann praktisch sofort im Gegenpressing, wenn man der Mannschaft den Ball verliert, und an einer anderen Spielform, dass einfach, ja, der den Ball verliert, geht in der Mitte, und das zeigt mir auch, dass individuelle Taktik, aber auch Mannschaftstaktik, praktisch einer, der den Ball verliert, muss sofort gegen den Ball arbeiten, aber auch den anderen Spielform war es eine Ballhalteform, wo alle vier sofort Gegenpressing machen. Du hast perfekte Überleitung. Eben gerade hat Marc viel über einzelne Personen gesprochen mit Alexander Schur. Wir können vielleicht das Ganze ein bisschen mannschaftstaktisch mal ein bisschen angehen. Du hast eben gesagt, Gegenpressing. Es war auch auf deiner Pressekonferenz zu hören, dass das Wort Gegenpressing dann schon noch eine größere Bedeutung hat, als es jetzt vielleicht bei Oliver Glasner ist. Was können wir erwarten? Also einen dominanteren Ansatz, den vielleicht Oliver Glasner gewählt hat, oder Adi Hütter, wo es viel ums Umschalten ging, viel um schnell in die Tiefe zu kommen, schnell zu überbrücken, und jetzt vielleicht eher einen dominanteren Ansatz, den Dino Topmöller wählen wird? Ja, das ist immer wieder, natürlich hat er auch seine eigenen Ideen, seine eigenen Prinzipien, und aber natürlich muss man auch das
ehrlicherweise sagen, da muss man auch gucken, was man auch wir für den Potenzial für Spieler haben. Wir haben auch jetzt in den letzten Jahren auch Spieler so geholt, dass wir auch viel im Umschalten, ja, dass wir uns auch viele schnelle Leute da vorne, dass wir uns im geradlinischen Fußball gespielt haben. Wir haben versucht, schnell nach vorne zu spielen. Und ich habe natürlich auch die Pressekonferenz gehört, habe auch gehört, dass der Dino gesagt hat, wir versuchen auch mal ein bisschen im Ballbesitz zu gelangen, dass wir uns auch nicht sofort auch nach vorne, aber das können wir auch nicht erwarten, dass wir uns, sage ich mal, in Ballbesitz sterben, sondern gezielten Ballbesitz spielen und dann natürlich auch, wenn die Möglichkeit ist, nach vorne zu spielen, sofort dann in umschalten. Und das ist für mich wichtig, wie die Positionierung der Spieler ist. Und das hat er auch selber gesagt, in den Gegenpressing zu kommen. Es ist auch sehr wichtig, wie man die Positionierung von nicht nur von den Mittelfeldspielern, von Sturm, von Abwehr, dass man einfach auch in den Gegenpressing sofort kommen kann. Und dadurch verschafft man auch sehr guten Ballbesitz, aber natürlich hat er auch sehr, sehr gute Positionierung, wenn man Ball verliert, weil es auch hinterm Ball ist und dann auch genügend Leute zum Restverteidigung hat. So, jetzt blicken wir kurz, bevor wir weitermachen, hier mit Dino Topmöller, unserem Coach. Sieht nach einem Spielchen auf jeden Fall aus. Ein Torhüter steht rechts im Tor, den sehen wir hier. Und auf der anderen Seite, beziehungsweise auf Höhe der Mittellinie, sind dann vier Tore aufgestellt. Mal gucken, wie das Ganze gestalten wird. Dian Drammer haben wir hier noch im Close. Kevin Trapp, wie auch schon vorhin von Marc Hinnelang erwähnt, der kriegt noch eine Woche extra. Vier Wochen Vorbereitung, Erwin, ist jetzt nicht so viel. Ne? Also da musst du schon gucken, dass du gezielt deine Inhalte vermittelst, vor allen Dingen als neuer Trainer. Ich sag mal, wenn du jetzt hier das dritte oder vierte Jahr bist, dann kennt die Mannschaft dich ja schon so ein bisschen, aber als neuer Trainer vier Wochen. Und wenn wir mal kurz auf den Sommerfahrplan noch mal kurz hervorrufen, mit Testspiel Frauenfeld, Steyr, Barockstadt, Arnheim und Nottingham Forest, fünf Testspiele, das geht noch, aber vier Wochen ist so nicht so viel. Ja, natürlich ist nicht viel. Normalerweise sagt man immer so bis sechs Wochen Vorbereitung. Da kann man auch als neuer Trainer auch sofort seine Ideen und seine Prinzipien sofort auch in vier Wochen. Können wir auch nicht erwarten, dass er alles das funktioniert. Das ist auch ganz normal. Wie gesagt, es ist für mich wichtig, dass der auch die Mannschaft schnell wie möglich kennenlernt. Er ist ein sehr kommunikativer Mensch. Ich durfte auch mit ihm ja früher zusammenspielen. Das ist ein Junge, der wie gesagt, sehr, sehr viel legt auf diese Kommunikative, dass er immer sehr viel mit den Spielern spricht, sehr viele Einzelgespräche natürlich auch. Er hat sich sehr, sehr viel entwickelt im Trainerbereich und dann Julian Nagelsmann trainiert. Von daher hat er auch viel mit von ihm genommen. Wir wissen schon, was der Julian auch kann, aber wie gesagt, für ihn wird es wichtig sein, dass er, sag mal, diese zwei, drei wichtige Prinzipien, was er hat, dass er sofort erstmal funktionieren oder sofort dann eingreifen, und dann natürlich wird er auch das Training, Trainingsspielchen oder Trainingsform auch so hinlegen, dass man, sage ich mal, seine wichtigen Sachen erstmal in den ersten Wochen klappen und dann peu à peu dann natürlich mit viel Videoanalyse, mit viele Einzelgesprächen, mit viel taktischen Ding, was alles heute ist, ist natürlich auch analysieren, auch die Freundschaftsspiele sind fünf Spiele, dann natürlich mit Nottingham Forest in der Saisonöffnung ist auch ein guter Gegner, und von daher, man sieht auch jetzt sofort auch in dem Spiel, wir haben auf drei große Tore. Ich wollte gerade sagen, es sind drei große Tore. Und dann sind auf der anderen Seite vier kleine Tore, das zeigt mir immer so, wir fangen immer von der Mittellinie an, praktisch von dem unsere Kette dahinter mit Asebe und Tuta, dass wir uns praktisch, das zeigt mir, dass wir uns diese drei Tore, diese drei großen Tore, dass wir uns nicht nur durchs Zentrum spielen, dass wir auch über außen kommen. Mhm. Das ist praktisch die drei Varianten, dass man, wenn man durchs Zentrum spielen kann, spielt man, wenn es nicht, dann gehen wir über außen. Das ist glaube ich schon, dass diese Inhalt ist, und klar auch diese vier kleine Tore auf der anderen Seite, dass wir uns sofort, wenn wir den Ball verlieren, dass der Gegner kaum nach vorne spielen kann, dass sie uns auch praktisch die ganze Breite praktisch auch dann decken können. Zum Mannschaftstaktisch, sag ich mal, Verhaltensweisen angesprochen. Jetzt kommen wir vielleicht mal zur Formation. Die Eintracht hat in den letzten Jahren unter Hütter und auch unserem letzten Coach Oliver Glasner meiste Zeit, sag ich mal, in der Dreier-Fünfer-Kette gespielt. Hier und da mal in der Viererkette versucht, aber so richtig durchgesetzt hat sich nicht.
steht ja eigentlich schon so ein bisschen, die Fünferkette steht schon fast so ein bisschen für Eintracht Frankfurt. Ich glaube, kaum ein anderer Bundesligist hat es so konsequent durchgezogen. Glaubst du, das kann sich unter Dino Topmöller ändern? Oder was meinst du? Oder ist es Nagelsmann? Man zieht ja immer Nagelsmann so ein bisschen ran. Der hat es ja sehr, sehr flexibel immer gestaltet. Der hat 3 Wochen lang Fünferkette gespielt und dann hat er 4 Wochen Viererkette gespielt. Ja, das, wie gesagt, das ist auch Potenzial, was man auch da hinten für Spieler, für Möglichkeiten auch hat. Wichtig ist erstmal, dass es alle fit bleiben. Das ist mein Wunsch, ja, dass auch der Trainer viele Alternativen hat. Dass es dann, wenn man viele Alternativen hat, kann man auch in Dreier- oder Viererkette spielen. Natürlich, wir sind jetzt in den letzten Jahren, seit der Adi Öta hier mit dem Dreier hinten funktioniert hat, mit Hasebe, haben wir sofort dann, waren wir erfolgreich. Natürlich dann hat auch Oliver Glasner versucht, in Anfang Viererkette haben wir schon nicht gut angefangen, haben wir wieder umgestellt. Ich glaube nicht, dass der Dino jetzt alles um die, sag mal, wie man deutsch sagt, alles umwerfen will, und das einfach gut gespielt. Ja, genau das. Ein bisschen zu kommentieren. Ja, alles gut, das kannst du ruhig. Ja, ist genau das, was der auch verlangt, jetzt hier direkt diese Miete, wenn wir uns Möglichkeit haben, in der Mitte zu spielen. Und man sieht auch jetzt wieder, es geht nicht, wird wieder vertikal gespielt, wenn es nicht, dann wird wieder nach hinten gespielt. Und das glaube ich schon, das ist seine Idee, wenn man nicht nach vorne spielen kann, dass wir uns nicht sofort dann den Ball verlieren, sondern einfach auch nochmal rundherum spielen und einfach den Gegner laufen lassen. Mhm. So, nochmal auf das Thema. Ich glaube schon, dass der seine klare Ideen hat, aber auch, dass er auch nicht von Anfang an jetzt hier sagt, ja, ich wechsle das alles um jetzt, was man alles in den letzten Jahren hier so erfolgreich war. Ich glaube schon, dass der peu à peu dann auch seine Ideen reinbringt und dann natürlich noch verfeinert. Und auch dieses Offensivspiel, glaube ich schon, dass es bei uns wird schon durch diese gute Positionierung oder Ballbesitz, was er auch ein bisschen angezählt hat, wird es vielleicht nach vorne noch kreativer und noch effektiver sein. Und natürlich auch in der Defensive muss man aufpassen, weil letztes Jahr, muss man sagen, wir haben noch viele Gegentore. Ja, das war ja, glaube ich, so der größte Dorn im Auge von Oliver Glasner, dass er es nicht geschafft hat, die Defensive generell so zu festigen, dass sie weit vorne mitspielt in der Bundesliga. Mein Offensiv haben wir schon sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Ja, wir haben auch gute Leute, auch mit Kolomoani, mit Lindström, auch wenn er lang verletzt war, mit Götze, Mario Götze, was will man denn Mario sagen, der macht alles so. Nimm mir gerade mal den hier, der gerade Torschütze gemacht hat, Hugo Larsson, über den habe ich fast noch gar nicht heute gesprochen. Den hat das Kommentatoren-Duo von vorne uns noch übrig gelassen, Hugo Larsson. Ich habe da ein paar Videos von ihm gesehen, weil er ist bei uns in LNZ, da haben wir ein bisschen beim Y-Scout ein bisschen angeguckt. Der Junge ist sehr, sehr Spielstratege. Er ist sehr, sehr ruhig am Ball. Er hat eine sehr gute Spielübersicht. Für seine Größe auch richtig gute Techniker. 1,87 sieht man hier gleich. Und natürlich, klar, es ist ein Junge mit großes Talent. Und dann, wir hoffen, dass es auch bei uns auch in der Bundesliga. Sieht man immer das Trainingstor? Links, rechts, absolut. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Junge mit sehr viel Potenzial. Und wenn er diese Tempo mitnimmt, weil was in der Bundesliga ist und so, dann werden wir schon sehr viele Freude haben. Ja, 19 Jahre muss man sich vorstellen und schon schwedischer Nationalspieler. Also ich meine, Schweden ist jetzt nicht unbedingt die Färöerinseln. Also da kommst du jetzt nicht unbedingt rein, wenn du nichts drauf hast. Also das ist mehr als ein Perspektivspieler. Ich glaube, das hatte Markus Grösche so formuliert. Erwartet viel von ihm. Ja, wenn man auch gehört hat, dass es so viele Top-Vereine auch hinter ihm waren und dass wir uns aber als Eintracht Frankfurt überzeugt haben, dass der Junge hier zu Hause ist, dass er hier eher von unserem Publikum dann einfach in der Bundesliga Eintracht Frankfurt ist ein Top-Verein geworden in den letzten Jahren und das hat er auch mitgenommen, was wir uns auch international auch gezeigt haben. Und ich glaube schon, dass es irgendwann Punkte, wo man der Junge hier weiter seinen nächsten Schritt machen kann. Mhm. Und natürlich auch mit dem jungen Trainer, was wir auch, den Dino haben, dass der auch die jungen Leute, die auch selber in der Pressekonferenz gesagt hat, das fand ich auch richtig stark. Er gibt die jungen Leuten auch die Selbstvertrauen, er gibt ja auch die Chance, aber die jungen Leute müssen auch selber dafür auch zeigen im Training, jedes Training. Und das nochmal, das sagen wir auch unsere Jungs da in der LNZ. Ja. Wir als Trainer, wir sagen den Weg und so, aber
es ist wichtig ist, dass die jungen Leute einfach Gas geben und den Trainern einfach sagen, ich bin da. Ich bin nächste Woche kannst du auf mich setzen und wenn auch 5 Minuten sind, wenn nur 20 Minuten sind, aber ich bin da und das hat auch Beck zum Beispiel letzte Saison richtig gut gemacht. Ja, also das zentrale Mittelfeld, sagen wir defensiver angehaucht, ist auf jeden Fall voll mit Qualität, mit jungen Talenten, mit Routiniers. Wenn man da sieht mal, da fehlt ja jetzt heute noch, Sebastian Rode ist da mit dabei, ein Christian Jakic eigentlich, ne? Ein Skiri kommt jetzt mit dazu, ein Dina Ebimbe und ein Hugo Larsson, also da hast du schon eine gute Auswahl. Das haben wir schon sehr, das alles aufgezählt hast, Lars. Das ist schon von Typen her sind alle so, sag ich mal, Sechser. Sechser, diese Sechser nicht jetzt hier der Sechser von spielende Sechser, sondern Sechser, die sehr viel laufen, die sehr viele, die in Zweikämpfe gehen und natürlich, okay, der Jakic hat auch mal ab und zu mal auch mal Innenverteidiger gespielt, auch mal rechte Seite gespielt, weil er auf Bedarf, weil es keiner mehr da war. Aber es sind sehr viele Konkurrenz da in der Mitte und ich bin immer auch gespannt, ob wir jetzt, auch das ist so ein Thema, spielen wir 2 Sechser, wie wir immer gespielt haben, oder spielen wir 1 Sechser und 2 Achter? Mhm. Spielen wir ein 4-3-3 oder 3-2-2, was wir immer erst gespielt haben, oder ja. 5-2-3-1 oder so. Und das ist eigentlich immer so Sachen, wo man Fragezeichen sind, weil es so viele Alternativen sind und auf der Sechserposition haben wir mit Skiri auch einen überragenden Mann für mich, auch was er letztes Jahr in Köln gespielt hat, laufstark, technisch gut, das, was man ein Sechser einfach spielt, aber auch torgefährlich, hat er auch ein paar Tore in Köln gemacht, natürlich Köln haben wir auch anderen Fußball gespielt, aber trotzdem ist ein sehr, sehr guter Verpflichter. Ja, nachher eben gerade mit einer guten Balleroberung und ein Tor. Seine Leihe zu Greuther Fürth hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. 32 Spiele dort gemacht, 7 Tore in der zweiten Bundesliga erzielt. Mal gucken, ob er noch mal die Chance kriegt, hier bei Eintracht Frankfurt Fuß zu fassen. Es sind ja generell viele Rückkehrer. Ragnar Ache, Jens-Peter Höge, Jerome Onguene, Matanovic, wenn du so willst, wem würdest du am ehesten nochmal, boah, schönes Tor. Von Paxson, ja. Ja, von Paxson, ja. Aronson. Wem gut aufgedreht, von, ja. Guter Ball in der Tiefe von Skiri, ja, und sofort mitgenommen nach vorne und links abgeschlossen, lange Eck. Paxson hat ja überzeugen können in seinem ersten Jahr, ist ja erst ein halbes Jahr da, das darf man auch nicht vergessen, hat er ja kein ganz komplettes Jahr gehabt, sondern nur ein halbes. Und hat sich da auch schon teilweise in das Herz der Fans gespielt. Den lässt er jetzt liegen. Aber man hat auch vorhin gesehen in den Bildern, dass sofort nach vorne verteilt worden ist. Und dann zwingst du den Gegner zum Fehlern. Und das war auch so, dass der gelbe Mannschaft einen Fehler gemacht hat. So wie gerade auch jetzt hier. Wenn du mal auch die Möglichkeit hast, dagegen Pressing zu spielen, sofort nach vorne, dann muss man auch das machen. Das ist ein mutiger Ansatz, das darf man natürlich nicht vergessen. Es ist meistens eher ein Ansatz, der natürlich von Top-Teams gespielt wird. Dieses hohe Verteidigen, dieses höhere Anpressen. Ja, das haben wir auch vorhin angesprochen. Dass man, es ist immer wichtig, dass man auch genügend Leute hat in der letzten Drittel. Wenn man immer so ein bisschen den Ball, so wie jetzt, zirkulieren lässt. Ja? Und dann hat man auch genügend Leute auch da vorne, wo man auch dann entweder in der Box. Guter Ball von Mario, gut gelaufen. Ja. Wie gesagt, das ist so Sachen, dass man, wenn man genügend Leute nach vorne hat, auch kann man auch sehr gutes Gegenpressing machen, weil natürlich ist es genügend Leute da, wenn man Ball verliert, ist es auch sofort da. Wenn es nur 2 Leute sind und dann verliert man den Ball, ist es auch schwierig, mit 2 Leuten dann nur vorne Tore zu schießen erstmal und dann auch dann Gegenpressing zu gehen. Ja. Aber dann darf man den Restverteidigung auch vergessen. Ja. Das ist auch der Punkt, dass wir uns aufpassen, weil es letztes Jahr, wie gesagt, mit den so vielen Gegentoren dürfen dieses Jahr, ich glaube, 52 oder so. Oder ja, mehr. Ja, ja. Es ist sehr, sehr viel, dann, wenn man ganz oben mitspielen will. Das ist ja das offizielle Ziel, wieder für Europa qualifizieren und natürlich auch in den anderen beiden Wettbewerben. In der Conference League und im DFB-Pokal. So weit wie möglich kommen. Und bestenfalls
ins Finale. Ja, warme Temperaturen auf jeden Fall hier im Deutsche Bank Park. Also Sommervorbereitung at its best. Insgesamt sind es 22 Feldspieler, die heute mit dabei sind. 3 Torhüter. Ja, ich hatte vorhin angefangen, die Frage tatsächlich, aber dann wurden wir unterbrochen. Sekunde, müssen wir uns mal kurz Paxton Aronson, der sich hier sehr gut präsentiert in der ersten Trainingseinheit und Torschütze am Ende Marcel Wenig. Wir haben ja Rückkehrer. Ali Akman, der ist erstmal bei der U21 eingegliedert. Ragnar Ache, Jens-Peter Höge, Ongene oder auch Matanovic. Wem würdest du am ehesten nochmal zutrauen, dass es im zweiten Anlauf klappt? Ja, schwierig, schwierig was zu sagen, aber vielleicht Ache. Mhm. Ein bisschen was, auch von seinem körperlichen her, was der auch so ein bisschen, wenn man auch da, klar, kommt drauf an, was wir uns auch, wenn die Mannschaft so bleibt, wie es jetzt ist, und es ist noch ein langer Weg bis zum letzten Transfertag. Na klar. Dann wird er natürlich sehr, sehr schwer haben mit den Leuten, was wir auch offensiv haben, aber ja, so ein Brecher, so ein starker Spieler, der auch immer, wenn man auch am Ende da ein bisschen, wenn man jetzt ein Gegner ist, der tief steht und du brauchst auch immer wieder da mehr Leute, mehr Kanten in der Box oder so, das kannst du immer wieder reinwerfen dem Jungen, aber er braucht auch Spielpraxis und wenn er auch da die bei U21 sammelt, das ist auch nicht schlecht, das ist Regionalliga, dann muss er auch da durchsetzen, dann muss er auch dort Tore schießen, das ist auch gut für die Jungen, dass die auch dann in der zweiten Mannschaft, und deswegen sind wir auch sehr froh, dass die unsere U21 aufgestiegen ist. Wir nutzen die Trinkpause und geben kurz ab zu Alina Friedrich, die sich mit den Fans nochmal unterhält. Danke, Lars. Ja, heute Familienausflug bei Dani, Gerda und bei Horst. Ich frage gleich mal rein, wie gefällt euch denn die erste Trainingseinheit bis jetzt? Soweit interessant, sehr sonnig und wenig Schatten und leider sind die Getränke draußen. Man muss immer rein und raus. Ist ein bisschen schade, aber ja, die Jungs zu sehen ist natürlich sehr, sehr nett. Und wie ist es bei Ihnen beiden? Ja, ich würde es genauso sehen. Die Jungs sind mal ein bisschen näher zu sehen als im Stadion immer. Da sitze ich ziemlich weit oben oft, aber das ist auch egal. Hauptsache, man ist dabei. Aber einiges kennt man ja schon vom Fernsehen, nicht? An den Beinen gibt es ein paar, die O-Beine haben. Da geht es besonders leicht. Was erwarten Sie denn jetzt von der neuen Saison 2022-23? Ich fange mal bei Ihnen wieder an. Viele Siege. Ja, dass es abgeht, ist ja klar, dass wir, ja, wie gesagt, gerade Heimsiege brauchen wir ein paar und was auch immer aus wird sowieso. Nein, alles gut. Also wir sind gute Dinge. Ich würde sagen, guter Mittelplatz, aber nach oben anklopfen. Sie sind jetzt wahrscheinlich schon des längeren Eintracht-Fans. Jetzt haben wir einen neuen Cheftrainer, Dino Toppmöller. Was macht er denn für einen Eindruck auf Sie? Ja, das muss man abwarten, denn man kennt ihn ja nur in der zweiten Reihe von Bayern. Aber wenn er so ist, wie sein Vater war, toll. Und Sie? Auch abwarten. Anders kann ich es nicht sagen. Da kann ich mir kein Urteil erlauben. Gut, und gleich, denke ich mal, geht es dann noch mal kurz auf Autogrammjagd, oder? Ja, schauen wir mal, wer kommt. Gut, dann vielen lieben Dank und Ihnen noch ganz, ganz viel Spaß. Danke. Ja, Mittelfeldplatz. Damit wären wir nicht so ganz zufrieden, oder, Erwin? Wenn man ehrlich ist. Nein, es ist, wie gesagt, wir sind in den letzten Jahren sehr, sehr gut hier präsentiert. Nach dem 2016, dieses Jahr, wo wir uns auch mit Kovac da ein Relegationsspiel hatten in Nürnberg. Dann haben wir uns 17 für die Finale DFB-Pokal in Dortmund, 18 gewonnen. Dann ging es immer Halbfinale in Chelsea, der unvergesslich, auch wenn wir uns dort verloren haben. Das war Highlights, was wir uns in der UEFA Cup und hier in der Bundesliga. Wir haben knapp damals mit Adi Hütter die Champions League, wo wir auch in Dortmund gewonnen haben. Wir waren 7 Punkte vor, ja, aber verpasst. Und dann letztes Jahr Champions League, diese Hymne hier in das Stadion zum ersten Mal zu hören, das war schon Gänseout pur. Und von daher, wir wollen da wieder hin und haben natürlich, wir wollen auch ja, die neuen Trainer, den neuen Spielern auch Zeit geben und das ist auch dann gut zu uns integrieren und das ist auch dann sofort, wenn es sofort funktioniert, das ist top dann. Ja, letzter Part des Trainings. Ihr habt es gesehen, jetzt geht's, die kleinen Tore wurden abgeräumt und jetzt geht's klassisch auf 2 große Tore, wobei man sagen muss, auf halbem Platz und ich glaube 11 gegen 11, also enger.
Ja, das zeigt sich nochmal, dass das sind beide Sachen. Wenn man so ein Spiel hat, 11 gegen 11, da in den halben Platz, man hat zwei Schwerpunkte. Natürlich in der Ballbesitz, wenn es eng ist, trotzdem cool zu bleiben, ruhig zu bleiben und dort auch zu kombinieren, 2-gegen-1-Situation zu suchen, wenn es nicht geht, dann auch zu verlagern. Dann natürlich auch dann, wenn man auch den Ball verliert, dass es auch enge Räume hat, dass man auch sofort in Gegenpressing kommt. Und diese zwei Schwerpunkte kann man immer in diese Spielform, wenn man auch extrem eng macht, auch das, sage ich mal, üben und auch für beiden Seiten, Offensiven und den Defensiven. Ja. Ball halten in engen Raum und dann auch Gegenpressing auch sofort, dass man einfach gutes Gegenpressing hat. Und deswegen glaube ich schon, warum jetzt hier in halbem Feld da einfach, dass die kürzeste Wege haben, dass wir uns auch, ja, man sieht auch, ja, die gehen da sofort nach vorne, aber trotzdem, die versuchen auch von hinten aufzubauen, ruhig aufzubauen. Und das ist vielleicht so eine Idee dahinter, dass man auch dann für die Zukunft auch dann die Jungs mitgeben kann, dass wir wollen so Fußball spielen, wir wollen trotzdem ruhig bleiben am Ball, aber auch dann sofort in Gegenpressing kommen, wenn wir den Ball verlieren. Ach, man sieht man auch, dann spielen die wieder zurück, wenn es nicht geht, und das ist so, also, und dann wieder vertikal und dann, ja, gut Aufdrehung von Mario. Was interessant ist, ist ja schon in der Mitte, der Rode spielt immer mit Larsen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen extra gemacht, damit er auch da ein paar Tipps von ihm, oder sind wir auch ein bisschen, dass der Jungen auch ein bisschen steuert, auch ein bisschen auch coacht, der Rode. Weil ich auch vorhin in der Pause auch gesehen habe, dass der Larsen zu ihm gegangen ist und ein paar was gefragt hat. Das sind so auch gute Tipps, so, dass man einen jungen Spieler auch gegen so einen Erfahren dann direkt im ersten Training da auch neben ihm spielt, dass er auch immer ein bisschen sofort wohlfühlt auch. Das ist eine Mannschaft. Das ist auch gut so. Na, Hugo Larsson ja aus Schweden, Malmö, hier nach Frankfurt. War jetzt letzte Woche, habe ich ihn noch gesehen, mit der Familie zum ersten Mal dann da. Mit der Familie das Profi-Camp gezeigt. Sehr, sehr junger, aufgeschlossener Mann. Wie immer die Skandinavier natürlich mit sehr gutem Englisch, hat sogar schon auch ein paar Deutschkenntnisse, ja, wie in der Schule mitgenommen. Sprechen ist natürlich schwer, aber zumindest ein bisschen verstehen, das vereinfacht jetzt schon ein bisschen was. Aber wir hatten auch einen Jungen gehabt bei uns in der NLZ, den Van Finne übrigens, aber der hat auch Luca Hirlen, der hat sich auch in der kurzen Zeit sehr gut Deutsch gesprochen. Jetzt wieder eine gute Aktion von Larsen. Ja. Das ist schon wieder ein Tor auf dem Auge. Ja. Also, schwedisch-norwegische Co-Produktion. Ja, die sind sehr intelligente Jungs. Die sind Jungs, die, wie gesagt, auch da hatten wir auch in der NLZ, der hat auch in kurzer Zeit auch sehr gut Deutsch gesprochen, weil die auch damit beschäftigen. Auch die kommen hier und die wollen sofort... Elias Baum mit der Flanke, ja. Die wollen auch sofort hier integrieren und wollen auch dann auch mit dem Jungs, ist es sehr, sehr wichtig, auch zu reden. Auch, natürlich heutzutage, man spricht so viele Sprachen in der Mannschaft auch, und aber trotzdem, wenn man hier in Deutschland lebt, dann versucht man auch sofort oder schnell wirklich Deutsch zu lernen. Ja, Elias Baum hat ja bei dir in der Youth League gespielt. Ja, der Junge war bei mir in der U17, wo ich im ersten Jahr als Cheftrainer war in der U17. Natürlich letztes Jahr in der U19, aber hat auch in der US League mitgespielt. Hat auch letztes Jahr für die U21 ein paar Spiele in der Rückrunde mitgemacht. Es ist ein Junge, der sehr flexibel ist, der spielt verschiedene Positionen. Der spielt auf der rechten Seite als in der Kette, der spielt auf der linken Seite in der Kette. Jetzt beispielsweise ist hier auf der linken Seite in der Kette und ist beidfüßig, auch in der Nationalmannschaft der U19. Er auch da spielt auf der linken Flügel. Es ist ein Junge mit einer sehr guten Dynamik, einer sehr guten Athletik. Ist ein Junge, der sehr viel lernt. Jeden Tag arbeitet sehr, sehr hart.
ja, mit guten, sehr, sehr guten Perspektive. Und ich freue mich, dass der auch heute dabei ist, direkt im ersten Training, und dass der auch der Dino auch mal einen Eindruck macht und wie der ist. Und es ist gut für die Jungs, die ja so bei uns in der Mannschaft sofort in der ersten Training dabei zu sein, mit Makoto Asebe, mit Rode, mit Götze und mit zu trainieren. Das ist schon eine Riesenerfahrung und das hatten wir früher leider nicht. Ich wollte gerade sagen, es muss ja eigentlich ein schöner Moment für dich sein, wenn dann hier ein Sprössling aus dem Nachwuchsleistungszentrum dann hier mittrainieren darf, während wir noch das Tor von Aurelio Butcher sehen, der natürlich sich auch große Hoffnung macht, sich wieder einen Stammplatz unter Dino Topmöller zu sichern. Ja, Leistung von Butcher kam ja nur ein halbes Jahr. Das vergisst man ja immer. Der kam zwar im Sommer, lange raus gewesen, Knieoperation gehabt, dann kam er Japan tatsächlich, war so einer der ersten Testspiele. Ja, man muss sagen, vielversprechend. Sehr vielversprechend. Von Anfang an hat Jan uns auch beide oft Analyse gemacht, analysiert auch den Max, auch von der linken Seite, beide Flügelspieler, was wir hatten. Sehr schnell, sehr dynamisch, viele Flanken. Unvergessen sein Tor gegen was wir kommentiert Mainz, glaube ich. Oder? Genau, gegen Mainz, ja. Richtig, es war ein fantastisches Tor. Das hatten wir damals gegen, ich war noch jung, 88, glaube ich, war in Basten, im Finale. Und es ist ein Junge, der spielt einfach sein Spiel, der ist unbequem, ist nach vorne, geht 1-1, marschiert auch. Wie gesagt, für eine Spiel, wie wir unser System hatten, in der wie ein Fünferkette oder praktisch Schienenspieler, wie man heute nimmt, der war top. Und die Frage stellt sich, wenn man eine Viererkette umstellt, ob der jetzt, weil in Viererkette muss man auch dann in der Defensive viel arbeiten, das ist klar. Und dann haben wir schon, wenn man immer ein Dreier ist oder ein Fünfer, dann ist es schon ein bisschen leichter, weil du musst immer nur durchschieben und dann kommen die Leute hinter dir und dann hast du schon immer noch vier hinten. Ball für eine Seite kommt immer rein und das sind solche Prinzipien, was man alles hat. Ich bin mal gespannt, wie es bei ihm ist, aber natürlich hat er auch eine Rückrunde und hat sehr, sehr gute Einsätze gezeigt und sehr gute Spiele gemacht für uns. Auch viele Tore geschossen, glaube ich, vier oder fünf. Ja. Ja, also am Anfang hat er, glaube ich, zwei Stück direkt gemacht, dann das Mainz, ich glaube, drei oder vier, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Als in der halben Saison als Rechtsverteidiger keine schlechte Quote. Ja, absolut. Drei, wenn wird jetzt hier reingehört. Ja, siehst du, das waren die drei. Also Schalke, Hertha und Mainz. Und Mainz. Aber das war wie vier. Das war fantastisch. Wenn es eine zählt, doppelt. Ja. So, zweite Halbzeit, das Abschlussspiel vom ersten Training. Wie geht's weiter? Das ist nur schon mal ein bisschen Vorausblick. Also natürlich, morgen, übermorgen wird trainiert. Und dann am Samstag das erste Testspiel im Rahmen unserer Aktion Eintracht in der Region. Testspiel gegen den Gruppenligisten aus Gießen, FSV Braunfels. Für die natürlich das Spiel des Jahres, wenn Eintracht Frankfurt kommt. Ja, es ist auch für uns auch so, es ist normal, auch in der Vorbereitung. Am Anfang fängt man auch mit, Gegnern, die man auch was immer Abläufe. Besonders in der Offensiven, weil es ist klar, dass man viel mehr in der Offensive haben werden. Und das ist so ein guter Test, dass man auch die Jungs ein paar Tore schießen, dass man auch mal ein bisschen Automatismen auch was in der Offensive, im letzten Drittel, was wir uns, jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt haben. Und das muss der Dino in der Offensive, diese Kreativität, noch besser performen und noch mehr Abläufe, noch mehr Automatismen haben, dass wir uns auch, weil offensiv waren wir richtig gute Fußballer. Ja, Thema Gegenpressing natürlich da auch, wenn du gegen schwächere Gegner spielst, irgendwie überhaupt keine Luft zum Geben, zum Kontern. Ja, wenn man realistisch ist, natürlich muss man auch
dort dies, aber ich glaube schon, dass in, gegen solche Teams es geht mehr oder weniger davon, dass man, wie man dann in den engen Räumen, weil die werden eng machen, im letzten Drittel da, wie die Abläufe sind, wie kommen wir hinter die Kette, wie wer und was, wie reißen wir die Lücken auf vom Gegner, und das wird schon mehr dieser Haupt, sag mal, Schwerpunkt sein als ein Gegenpressing, weil natürlich ein Gegenpressing ist es immer da, ja. Aber der Gegner ist, glaube ich, nicht so stark jetzt, dass wir uns auch dann spielerisch dann, wenn wir uns da ein Gegenpressing ist anders, wenn man gegen einen Bundesligist, und das ist ganz normal. Das ist, aber wie gesagt, die Abläufe müssen dann trainiert und dann hoffen, dass es auch dann klappt in der, gegen solche Mannschaften. Man hat auch wieder jetzt gesehen, was man vorhin beim Passspiel war, das ist immer diese Steilklatsch. Das ist auch ja, es ist auch so ein bisschen diese Geschichte Nagelsmann. Immer Steilklatsch in der Tiefe und dann den Ball immer nach hinten klatschen lassen. Ja, das, und dann hinter dem Spieler ist immer einer, der Anspielstation ist. Und für zwei Sachen, er ist Anspielstation. Und zweitens, auch wenn wir den Ball verlieren, der ist sofort da, und das ist ein Gegenpressing zu spielen. Und das ist sehr, sehr wichtig für unser Spiel, für die Positionierung. Ja, Moment, nochmal Dino Topmöller, der auch im Abschlussspiel dann direkt Anweisungen gibt. Ja, es geht um Einwurf, weil er gesehen hat, dass die alle dort in einen Fleck sammeln, sage ich mal. So in 10 Meter waren schon 5 Leute, und er hat erstmal gestoppt, bevor der Einwurf kam, und hat erstmal die Leute gesagt, dass die sollen erstmal breit gehen, weggehen, und dann einer kommt und der andere in der Tiefe, dass man auch ein bisschen Platz Raum aufmachen. Genau. Ich habe aus Scherz gesagt, so, Makoto, 38. Saison, vorgestern hat er gelacht. Ich habe nicht vergessen, er wird 40 im Januar nächsten Jahres. Was kann man über Makoto sagen? Das ist einfach nur mit einem Wort Respekt für mich. Das ist schon Wahnsinn, wie professionell der gelebt hat, wie lebt. Das ist schon Wahnsinn, und durch und durch ein Vollprofi, eine Legende für uns, und ja, ist auch, wenn man ihn kennt, wie bodenständig, wie er immer wieder zum Menschen und wieder respektvoll mit den Leuten umgeht, und das ist schon großes Respekt. Ja, auch bei Medienterminen, egal was, Makoto immer pünktlich, japanische Schule, immer respektvoll. Chapeau. Ja. Schön, dass wir bei uns haben. So. Nochmal eine kleine Erfrischung. Gibt's ein letztes Drittel? Oder ist schon Feierabend? Wollen wir gleich mal sehen. Man sieht auch natürlich das erste Training, aber viel mit Ball. Alles vorhin Passspiel, zwei Rondoformen gegen den Ball. Dann vorhin ein Spiel mit 3 Toren und 4 kleine Tore, 3 große Tore. Viel Spielformen. Man sieht auch jetzt, Dino ist auch im Gespräch mal mit Jakic, was auch mit Koch, mit einem anderen Co-Trainer auch noch dazu. Ja, das sind immer Anweisungen, was es immer wichtig ist, immer so diese Pausen zu nutzen, immer ein Einzelgespräch zu führen, weil man ein oder andere Situation, wie man auch sieht, auch in Sicht von Spielern, die sind auch alle Profis, und das ist immer dieser Austausch mit dem Jungs, das ist sehr, sehr wichtig. Und denn Dino ist auch ein sehr kommunikativer Mensch, das war auch gehört auch von Markus, auch, dass er auch sehr Wert legt. Das ist wichtig. Ja, also selbst das wenn ist das die Stimmung in der Mannschaft passt, das ist das ja auch. Ja, klar. Selbst wenn das Training gleich jetzt zu Ende sein sollte, wonach es aussieht, denn das Tor ist schon mal weggetragen, bleibt auf jeden Fall noch dran, denn
mein Kollege Marc Hinnelang hat noch gleich unseren Kapitän, zumindest ist so vorgesehen, noch am Mikro, Sebastian Rode, und der wird noch ein paar Einblicke geben, wie die erste Einheit war, wie vielleicht auch sein Sommerurlaub war und was er alles erreichen will in der nächsten Saison. Werden wir hier unseren neuen Coach nochmal in Nahaufnahme sehen. Natürlich heute auch bestimmt ein bisschen aufgeregt. Zum ersten Mal Bundesliga-Trainer. Vor 1000 Zuschauern mit Kameras. Es wird wahrscheinlich was anderes sein als bei Düdling. Ja, aber wie gesagt, das ist schon... Der hat schon ein paar Stationen gehabt, auch wenn er als Co-Trainer hat, auch mit Topstars trainiert, Lewandowski, Müller, alles, ja, was man Bayern, Sané. Von daher hat auch eine wichtige Rolle auch beim Nagelsmann gehabt. Ist auch nicht umsonst damals, auch wenn Nagelsmann nicht konnte, da wegen Corona. Der hat bei Union Berlin, glaube ich, war der Cheftrainer, haben die gewonnen, 2-0 nach dem Niederlage in Gladbach. Wo die im Pokalspiel oder so 5-0. Ja. Von daher hat er auch gezeigt, dass er auch Potenzial für einen Cheftrainer hat. Und deswegen, aber natürlich, gibt's noch wie Leute. Du vorhin gesagt hast, ein bisschen Aufregung. Das ist so ganz normal. Also wer sich wundert, das ist noch nicht fertig. Jetzt gibt es noch ein paar Läufchen für unsere Jungs zum Abschluss. Sieht nach 16er Läufen aus. Ja, um die... So, wir müssen mal auf die Uhr gucken. Ich denke mal 12 Sekunden wahrscheinlich. Ja. Würde ich auch so sagen. 12 Sekunden Zeit. Und dann wie viele Sekunden Pause? Oh, relativ schnell, wahrscheinlich 20. So, wir gucken mal auf die Uhr, was wir so haben. Ja, 12 Sekunden. Um von 16er zu 16er zu kommen. Ja, Grundlagenausdauer ist auch ein bisschen für den Anfang, das ist immer wichtig. Ja, 15 Sekunden Pause, also nicht so lang. Die Frage ist, wie viel die machen, das war der dritte jetzt. Mhm. Beim Felix gab es keinen und kein Ziel. Das wollte ich dich fragen. Wer war der anstrengend, wer war der Schleifer bei dir? War Felix. Ja, nee, Reimann. Ich habe den Felix nur von meinen Mitspielern gehört, was der gemacht hat, aber Reimann war schon für mich. Willi Reimann war ein Schleifer. Ja, wir sind doch. Wir sind doch 25 Kilometer jedes Training gelaufen. 25 Kilometer? Ja. Da gab es nicht unter 25. Waren wir hinten im Wald, hat immer mit Fahrrad uns verfolgt hinterher. Aber das sind, ja, am Ende sind wir aufgestiegen. Stimmt, ja. Das hat gelohnt. Ja. So, also 5 haben wir? Ja. 10 wahrscheinlich, ja? Vielleicht 6 und Pause, nochmal 6, kann auch zum ersten Tag. Ja, dann machen wir das auch. Mein Freund Leander hat heute Geburtstag, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an Leander. Hallo, Glückwunsch. Das ist doch mal ein schöner Tag. Auftakttraining bei Eintracht Frankfurt und dann auch Geburtstag. Alles richtig gemacht heute. Ah, ja, das ist er. Da. Ich glaube, der war bei der Fußballschule bei uns. Ja? Mhm. Sag mir was. So. Natürlich, die Autogrammjäger machen sich schon mal bereit. Jetzt haben wir 7. Ja,
da haben wir das ganze Trainerteam mit unter anderem auch Analyse- und Entwicklungscoach Ralf Grunesch. So 7. Ungerade Zahl. Ja. Aber es scheint so, als wäre es das gewesen. Oder Päuschen und nochmal. Hast du gesagt, das? Ich habe 6 Pause gemacht, aber jetzt anscheinend haben die 7 und vielleicht glaube ich schon, dass die nochmal was machen. Aber den ersten Trainingstag wir sind gerade fast Stunde 40. Stunde 40, ja. Boah. Knapp 100 Minuten. Ja, Niko Kovac war ja einer, der manchmal extrem lang trainieren lassen hat. 2 Stunden, 2,5 Stunden teilweise. Die Jungs über den Platz gescheucht. Bei Adi und bei Oliver war es, zumindest die Trainer, die ich jetzt hier bei Eintracht TV miterlebt habe, eher immer kürzere und knackigere Einheiten.